Und die dicke Emmy ist reich geworden durch uns. Denn wir haben ja nie Eintritt genommen, die hat immer die Getränke gegeben. Die stand bis zur Hafenkaimauer. Bis zu dem Fleet im Sommer. Und dann kam Vohwinkel dazu als zweiter Trompeter. Wir haben mit freiem Oberkörper gespielt, weil das gar nicht mehr auszuhalten war in der Bude. Da gab es ja keine Anlagen, weißt du, um da Entlüftung zu machen. So war das. Dann kam Peter Hock noch dazu, die von der Riverside. Die waren ja inzwischen neugierig geworden, dass es eine andere Kapelle war. Heinz Junghans und Peter Hock. Und Rolf Wongenbuck? Ja? Rolf Wongenbuck, den kennst du auch noch? Ja. Die kam dann auch. Da haben wir Jam Session gemacht bis morgens um 4. Und anschließend sind wir auf die Schuppen gegangen und haben da weitergespielt. Wir waren immer so, zum Mittagessen war ich immer zu Hause. Sonntags. Herrliche Zeit. So ist das gewesen. Ich hätte das auch weitergemacht, da ist Abi aber Profi geworden. Weißt du, mit dem Blätterlaus-Orchester, da habe ich noch erst mitgespielt. Und das muss ich Abi Hübner hoch anrechnen. Da habe ich noch 4 Wochen mitgespielt. Ich habe also jeden Abend gespielt und jeden Tag gearbeitet. Das kannst du nur eine gewisse Zeit durchhalten. Und da sind wir beide mit dem Rad abends nach Hause gefahren, Wandsbeker Chaussee hoch. Ne? Und da sagt Abi zu mir, du hör mal zu, Günther, sagt er. Jazzmusik ist etwas Wunderbares. Aber sein Leben muss man nicht ruinieren. Das habe ich ihm bis heute nicht vergessen. Du steigst jetzt aus, hat er gesagt. Du wirst schon was anderes finden. Er hat völlig recht gehabt, der Mann. Und das geht ja auch nicht lange mit dem. Mhm. Stimmt doch. Eineinhalb Jahre, glaube ich, ne? Eineinhalb Jahre so ungefähr, ja. Gibt es ja auch eine schöne, hat auch so eine Kollektion gemacht von CDs. Ich werde raus. Ja, ja. Mit Vogel. Mit Vogel. Und Eva Vogel hat Klavier gemacht. Ach was? Ja. Und Walter Kurt hat auch erst mitgemacht. Mhm. Aber er hat als Maler gearbeitet, der konnte das ja auch nicht jeden Tag machen. Mhm. Und der ist dann auch ausgestiegen. Kommt Gunter Wiedeke rein. Ja, am Gunter Wiedeke. So ist das gewesen. Okay. Und, ja, haben wir eine neue Kapelle gesucht. Und den Marcel kannte ich ja durch die Lohnland Besatz. Und Marcel hat mich angerufen, hat gesagt, du hör mal zu, das können wir doch machen und so. Und Rutger hat damals Cornett gespielt. Ja. Und da hatten wir einen Posaunisten, Klaus Ehrmer, aber das nicht erwähnenswert. Marcel, und ich wollte das erst nicht, aber die dicke Emmy hat gesagt, das geht hier nicht, sondern das muss ich in die Kapelle haben. Die war noch versöhnt, ist doch logisch. Ja. Und da haben wir das hingekriegt. Und da haben wir sogar mittwochs Tanzfee gespielt. Hab ich noch ein Plakat von. Bei Heinz Rolf. Nee, da in dem Lokal. Wir haben mittwochs gespielt, freitags gespielt und sonntags gespielt. Und dann ging das auch zu Ende. Und dann bin ich heute die Woche, dann bin ich zusammengeknallt. Ne? Bin ich ins Krankenhaus gekommen, bei Nacht und Nebel. Und die Ärzte konnten nichts feststellen. Und da war ich da, ich war ja Beamter, war nicht so schlimm. Ne? Da war ich da 3 Wochen und da sagt dann der junge Assistenzarzt und sagt, Sie haben doch gar nichts, was haben Sie denn überhaupt gemacht? Ich sag, das und das. Ja, du bist ja ein totaler Schimpf, sagt er. Bleib mal noch 6 Wochen hier, du bist ja Beamter. Das war ja super. Und dann war das ja mit der Rock Island vorbei, wir haben sich auch irgendwie getrennt und dann bin ich angefangen und dann bin ich auf der Post in Warschau, muss ich abends die Türen alles abschließen, damit alles schön versiegelt. Mir macht der einer und stellt den Fuß zwischen die Tür, du. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Da sagt er, ich bin Günter Heide, merkt ihr das mal für dein ganzes Leben? Der Froschkönig, du. Mit Walter Kurt kommen die auf den Postamt rein und sagen, und du kommst, hast du jetzt Feierabend? Ich sage, ja, dann kommst du sofort mit nach St. Pauli, da wird eine Jam-Session gemacht, dann geht das los. King Heide, St. Pauli. Und dann habe ich mit denen auch noch 2 Jahre gespielt auf St. Pauli. Traveling, Jasper. Du Klemmbeck. Du Klemmbeck. Du Klemmbeck hieß mir. Weiß ich auch. Im Jahr 1962, und zwar in der Fabrik in Altona, hat Abi ein Konzert gegeben und Kuni saß neben uns mit meiner Frau Erika. Ach was. So war das. 62. 1962, ungefähr im Oktober. Ja. Da musst du ja schwer aufgepasst haben, ne? Wenn Kuni neben deiner Frau war. Nee, brauch ich ja nicht. Erika, die weiß ich nicht. Gott, oh Gott, Mensch. Ja, aber das musst du alles rausschneiden, ne? Das geht nicht. Nee, Kuni, das ist wirklich nicht so früh gewesen. Das ist Wahnsinn, ja. Und dann gab es in Eimsbüttel noch den Amanda-Keller. Und ich bin von der Zustellung gekommen als smarter junger Briefträger. Und meine Mutter steht an der Gartenpforte mit einer Karte in der Hand. Romy Baker Dixieland Wanderers. Kannst du mir mal erklären, was das ist? Sagt meine Mutter zu mir. So, dann muss ich das mal lesen.
Treffpunkt Sonntag, 14 Uhr, Sternschanzenbahnhof, wo der Wasserturm ist da. Wenn du kein Schlagzeug hast, bitte Waschbrett mitbringen. Ich mit dem Waschbrett in der Tüte in die Bahn gestiegen, alles starrt mich an. Ich habe gedacht, was wollt ihr von mir, Herr Arschlöcher? Ich bin doch ein Star. Komme ich da an, du? Weißt du, wer da steht? Uwe Friese Klarinette aus Großflottbek. Ja. Feuerwehrklarinette. Ja, ja. Kannst du vergessen. Weil der Kurt konnte nur zwei Töne spielen. Ja, war der Kurt. Ja. War nix. Und jetzt kommen wir in den Keller rein. Und Romy Becker kann ja auch nur einen Ton spielen, weißt du, ja? Komm in den Keller rein, da ist ein erhöhtes Podium gewesen und da stand das Wasser aber davor so hoch. Und dann war das noch mit der alten Luftschutztür, das kennt ihr doch. Ja, mit den naja, wir waren erstmal drin und da haben wir da, und dann, die kriegten ja nichts zustande. Ich vergesse das mein Leben nicht. Jada! Romy immer wieder spielt, wir spielen Jada, wir machen Maxi Spenier, wir machen Big Band, wir machen alles. Ich denke, der ist ja nicht normal. So, und plötzlich geht die Tür wieder auf. Kommt Vorwinkel rein. Übrigens, das war in der Zeit, wo Abi da in den Bergmeldings rein war. Ach da, ja. Und Abi hatte mir geschrieben, ich solle mich informieren über anderen Kapellen. So, und Vorwinkel hatte sein Benjo mit, der konnte ja gut Benjo spielen. Setzt sich hin und spielt und setzt sich neben mich und ich mache dir Waschbrett. Und dann guckt er mich an und dann sagt er, das ist ja alles schon ganz gut, was du machst. Sagt er, das ist schon mal richtig. Ja. Hast du heute Abend Zeit? Ich sage, ja immer. Kommst du mit ins Handtuch? Weißt du? Ja, ja. Ins Handtuch. Und da sind wir ja auch dahin. Und da spielte Papa Henschel Cornett aus Berlin und Peter Strohkorb. Mhm. Ach ja, Peter Strohkorb. War ja super Leute. Ja, und Peter Hunk und so. Und dann suchten sie ja das Schlagzeug und die spielten immer nur samstags und das Schlagzeug war im Keller eingeschlossen und keiner kam daran. Und du müsst ihr euch vorstellen, es war wirklich voll. Und ich stehe ja in den Leuten mit meiner Klamotte da, weißt du, und da sagt Vorwege, komm mal her. Und ich habe mich neben Peter umgesetzt. Mein erster Auftritt war wirklich mit tollen Leuten. Und das sage ich zu Peter, was spielen wir? Der Riverside Blues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das schaffst du schon. Wie auf der Platte. Hat geklappt. Ich bin den nächsten Tag, habe ich keine Briefzustellung gemacht. Hast du verwöhnt? Ich war sehr spät zu Hause. Ich war von Tom noch zu Fuß gelaufen, da gab es keine Straßenbahn. Das war so. Das war so. Wahnsinn, Wahnsinn.